während ich hier in Schwaben, in Ulm, im Gasthaus sitze, bei schönen Maultaschen, lese ich, Abschaffung der Maskenpflicht in Bayern blieb ohne Auswirkungen. Keine Probleme, Maskenpflicht abgeschafft und trotzdem gab es keine steigende Corona-Erkrankung. Das mache ich euch jetzt mal live vor. Spannend, nur noch wenige Sekunden. Nächste Haltestelle. Fühlt sich ein bisschen unwirklich an, muss ich ehrlich sagen. Echt abgespaced. Jetzt sind wir in Bayern, am Petrusplatz. Also ich weiß gar nicht, ihr merkt richtig, mir fehlen richtig die Worte. Ich erkläre hiermit Corona für beendet. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer unseres Kanals virusonline.de, den wir dank eurer Fragen so lange durchgezogen haben. Es war ein Fest. Es waren spannende Jahre. Ich weiß nicht, wo sie hin sind. Vielleicht wisst ihr das. Aber soeben habe ich auf der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern die Maske abgenommen. Hooray. Tschüss. Ich hoffe, ihr seid alle halbwegs gesund durch die ganze Scheiße durchgekommen. Euer Marc. Die Ines liegt im Bett.